Jo, liebe Freunde, und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den John Deere Gator bzw. das John Deere Gator Pack. Ja, in dem Pack befinden sich den Gator 6x4, der Gator 4x2 sowie die Mulde. Hey, zeig mal Mulde. ja, dann haben wir hier den Ballenaufbau und den 3P-Lifter sowie den 32A. Und den X250, den X250, den 10 CHEO FT Gator Ferity und den 10 FT Gator. Ja, wir schauen uns die jetzt einfach mal nacheinander im Shop hier an. Wir fangen also mit dem Aufbau an. Wir haben hier einmal einen Salzstreuer für den Winter. Der Platz für 1000 Liter und wiegt 500 Kilogramm, eine Spannweite von 10 Meter und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Meter, kostet 2500 Euro. Wir können hier die Hauptfarbe ändern in grünes John Deere, in Gelb und in grünes Waldfarben-Dingenskirchen. Dann haben wir hier den nochmal so einen Salzstreuer. Da können wir auch Hauptfarbe wieder in den drei Farben hier ändern. Hat übrigens auch wieder die gleichen Daten wie der davor. Also die muss ich jetzt nicht extra vorlesen, denke ich. Dann haben wir hier eine große Schneeschaufel für 1000. Die wiegt 330 Kilo und 2 Meter Spannweite sowie 5 km/h schnell. Kostet 1000 Euro, wie gesagt. Hier gibt es ein bisschen mehr Farbauswahl. Da gibt es einmal gelbes John Deere, grünes John Deere, Gelb, Grün Forest, Schwarz und Weiß. Dann haben wir hier eine etwas kleinere Schaufel mit 2 Meter Spannweite und 330 Kilogramm, sowie auch wieder 1000 Euro. Auch wieder die gleichen Farben. Und dann haben wir hier einen Tankaufbau. Der wiegt, hat Platz für 400 Liter. Und wiegt 500 Kilo, eine Spannweite von 5 Meter und eine Höchstgeschwindigkeit von 12 Meter. Kostet 2000 Euro. Die Farbe können wir auch wieder ändern. Als nächstes haben wir dann hier noch einen Lifter. Also wir können dann hier hinten noch was anbauen. Wiegt 500 Kilo, 1000 Euro. Und Hauptfarbe gibt es John Deere Grün, Gelb und Waldgrün. Dann haben wir als nächstes hier den Ballenaufbau. Ganz normal, könntest du halt Paletten und Ballen darauf stapeln. Kostet 1500 Euro und Farben grünes John Deere, gelbes John Deere und Waldgrün wieder. 500 Kilogramm schwer. Dann haben wir hier eine Mulde. Also ja, wir haben hier den Forst. Gibt es Nein und Ja. Da könnt ihr halt eben Baumstämme etc. lagern. Der hat Platz für 0,8 Kubikmeter, glaube ich, sind es. Und 500 Kilogramm, kostet 2000 Euro. Hauptfarben gibt es wieder die drei hier. Und dann kommen wir auch schon zu den John Deere Fahrzeugen. Haben wir einmal den 4x2 Gator für 14.000. Ja, der ist die Gangschaltung stufenlos, 42 Liter Benzin. 50 km/h schnell, 1,3 Tonnen. Wir können die Konfiguration ändern. Da gibt es Standard. Dann gibt es 600 Kilogramm Frontgewicht, 900 Kilogramm Frontgewicht und 1200. Gibt es Protection 1, Protection 2, Protection 3, Protection 4, Protection 5, Protection 6, 7, Protection 8 und wieder Standard. Dann haben wir hier die Reifenhersteller Trelleborg, John Deere, Michelin, Nokian, Tyus und Reifenvariante können wir hier nicht ändern. Wir haben das Design, da gibt es Modell 1. Dann haben wir hier noch Modell 2, Modell 3, 4er, 5er, Modell 6, Modell 7, Modell 8, Modell 9, Modell 10, Modell 11, 12 und 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, das geht hoch bis 20. Dann haben wir hier Rundumleuchte Option, gibt es ohne, da gibt es einmal, zweimal und wieder nein. Zusatzbeleuchtung gibt es, also hier vorne den Blinker sozusagen.
Dann haben wir hier die noch die Motorausführung. Da gibt es Gator 6x4, 25 kph, 40 kph, 50 kph. Genau, wir können hier die Hauptfarbe ändern. Gibt es halt die gängigen John Deere Farben. Genauso wie bei der Designfarbe gibt es Schwarz und Gelb. Felgenfarbe gibt es Schwarz und Gelb. Und Kennzeichen können wir wieder ändern. Dann haben wir hier den 6x4 Gator. Ja, da ist eigentlich alles genauso wie bei dem 4x4 bzw. 4x2. Nur halt, dass der in der Gesamtausführung mehr kostet und auch schon in der Grundpreisausstattung 15.000 kostet. Ja, selbst die Motorausführung ist gleich geblieben. Daher würde ich sagen, lese ich das jetzt gar nicht mehr weiter vor, sondern wir schauen uns hier einfach mal den 6x4 an. Und wir sehen auch, ich habe den eben in der Ausführung mit Schneeschaufel und Salzstreuer genommen. Finde ich, sieht top aus, muss ich jetzt schon mal sagen. Wir steigen also einfach mal ein. Wir haben hier ein paar Auswähler, guter Satz, Alter. So hört sich der Motor an beim Starten und so beim Ausmachen. Blinker funktioniert, rechter Blinker, linker Blinker, Licht funktioniert soweit, Rundumleuchte funktioniert, Hupe funktioniert auch. Würde ich sagen, schauen wir uns das Ding jetzt einfach mal von vorne an. Auch die Ausstattung ist, ja, wie es halt schon dir so bekannt ist, ne? Würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal eine kleine Runde damit. Hier haben wir, also wir können die Schneeschaufeln runterklappen und ja, nichts Besonderes. Schauen wir mal, ob die Höchstgeschwindigkeit stimmt. Na, nicht ganz. 44 kriegt er hin. So. Jetzt hat es gerade ein bisschen geruckelt. Ja. Dann beende ich das Video wieder hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Mod-Vorstellung oder bis zum nächsten Let's Play auf der Erlengrad-Map. Und bis dahin, bleibt gesund, haut's rein. Ciao, ciao.